Marius hat jetzt hier das Vergnügen zu fahren und ich liege hier einfach nur am Gemüse rum. Und dein Daily Task ist heute das Roadcamp. Buddy Time in Salmach. Marius und ich haben einen Tag in Salmach, weil ich war hier ein paar Wochen vergangen im Jugendcamp und Marius war noch nie in Salmach. Und ich kündige mir einen kleinen Urlaub und habe meinen Kumpel Marius dabei. Und wir machen uns morgen einen richtig geilen Tag und werden die Trails hier in Salmach richtig hart rennen. Ich freue mich schon. Bin gespannt. Cheersen. Eintrittskarte zum Glück. Joker-Card. Ich habe ja auch keine Teller im Gesicht. Wenn man nämlich eine Nacht im Hotel steckt, kriegt man die gratis Joker-Card dazu. Das ist so eine Erlebniskarte und man kann Lift fahren. AKA Bike-Ticket für ganz Salmach. Praktische Angelegenheit. Achso, jetzt gehen wir nochmal Schuschu machen und Zähne putzen und dann geht's los. Mit einem sicken Fahrradständer, Junge. Das ist schon ziemlich krass. Juhu! Das war ein Panoramateil. Hält nicht so viel fein wie Fahrrad, Marius. Marius durfte sich jetzt einrollen auf dem Panorama Trail. Und jetzt kriegt er richtig auf die Fresse, weil wir fahren ins X-Line. Ich bin gespannt. X-Line ist auf jeden Fall wurziger, steiniger und hat ein paar geile Jumps drin. Okay. Das ist so downhillastiger. Ja. Und dein Daily Task ist heute das Roadcamp. Da mit Schnee und so. Und da mit Grün und da mit Bäumen. Alles da. Ist alles bestellt. Damit die das, die haben hier extra so eine Fototapete hingemacht. Damit du dich wohlfühlst. Ringsrum, überall, oder? Ja, 360 Grad Fototapete. Okay.
do. Und? Willst du vorher angucken oder nicht? Ich fahr dir nach. Fährst du mir nach? Ja. Let's do it. X-Line Road Gap. How was it? Ich hatte kurz Angst, dass ich zu weit fliege. Ja, schon, man fliegt schon ein bisschen runter. Also. Ist gar nicht so klein, gell? Man, aber ist gut geschehen. Man merkt schon die Beschleunigung von der Erdgravitation. Die Gravitation zieht. Das Hackelberg. Und früher, als die Westgipfelbahn noch nicht lief, musste man nicht da immer diesen Berg hochkämpfen, was du vorhin gesehen hast. Scheiß auf die Parkplätze. Nimm mal eine zweite Wange auf. Wenn es interessieren. In diesem Sinne, weiß ich noch nicht. So, ich hab angemacht. Jetzt, wir können fahren. Eine gescheite Portion auf jeden Fall. Nur du dicker bist, weil du ein Lauch bist. Genau. Alter, ich hab sogar eingeatmet. Schuhe! Da ist sogar ein. Hey Marius. Nach der Kaiserschmarrn Bergstadel bist du jetzt ready für die Proline. Ich hab wieder volle Energie. Dafür bist du jetzt 10 Kilo schwerer. Das ist die Proline. Hier findet das Rennen statt. Jetzt bin ich gespannt, wo die sich da mal runterhauen. Time to race run. Race run jetzt gleich. Ohne Training. Piep. 10 Sekunden. Piep. 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 Oh, Highline verpasst für Marius! Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber es ist halt part of the game, wenn man sich gegenseitig filmt, dass man sich immer irgendwo im Unkraut versteckt und dann die Kamera halten muss. Marius hat jetzt hier das Vergnügen zu fahren und ich liege einfach nur am Gemüse rum. Thank you.
Sacker. Fuck yeah! Uah. Das war ein Tag mit Marius Neufer in Saalbach und es war dein fucking erster Tag in Saalbach. First time ever, ja. Wir haben 4 geile Trails gesehen. Ja. Panorama Trail, X-Line, Hackeberg Trail und Pro-Line. Was war dein Favorite? Ich glaube tatsächlich die X-Line, obwohl ich da auch gerade die Abzweigung von der Pro-Line auch nicht schlecht fand. Die Evil Eye-Elemente sind das, glaube ich. Ja, die machen schon auch Bock. Ich bin auch X-Line-Fan, muss ich gestehen. Ich mag es, wenn es ein bisschen härter zur Sache geht und nicht immer nur Kurven fahren. Ja. Anyway, das war's aus Saalbach. Falls euch dieses Video gefallen hat, wie immer, wie sagt man, einen Daumen da lassen, glaube ich? Subscribed, lasst einen Kommi da. Abonniert den Kanal. Schreibt in die Kommentare, ob ihr auch schon mal in Saalbach wart oder ob ihr gerne mal hinfahren würdet. Schreibt bei Marius noch auf seinem Instagram-Account vorbei. Genau, freue mich immer über Direktnachrichten. Schaut bei Saalbach auf dem Instagram-Account vorbei. Und schaut bei mir auf dem Instagram-Account vorbei. Und ich sage damit, auf Wiedersehen.